So, ich habe jetzt meine drei weitere Reihen zu Ende gehäkelt. Und als nächstes jetzt häkeln wir also den nächsten schwarzen Streifen hier rein. Die Markierung wieder eine Reihe weitersetzen, bitte. Und wir beginnen mit 52 festen Maschen in Orange. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 und 52. So. Und so sieht es aus. Ja, wenn wir 52 feste Maschen weiter gehäkelt haben, sind wir so, könnte man so sagen, halt parallel symmetrisch hier zu diesem Streifen hier, zu dem schwarzen. Und wir beginnen jetzt halt mit dem schwarzen. So, und jetzt häkeln wir den zweiten schwarzen Streifen rein. Also das nehme ich hier mal raus. So, da schneiden wir ab. Orange abschneiden und schwarz dazu nehmen. So, schwarz aufwedeln. Und wir häkeln jetzt mit schwarz bis zu der Markierung weiter. So, vergiss bitte nicht, dieses hier zu verbinden, also alle, wo wir überall Farbwechsel gemacht haben, müssen überall halt schön gefestigt sein. So, und einmal bitte mit Schwarz jetzt bis zu der Markierung häkeln. So, ich bin jetzt bei der Markierung angekommen, die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt 17 feste Maschen mit Schwarz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17. So sieht's aus, ja? Okay, den schwarzen Garn schneiden wir jetzt ab. Okay. Zack. Nehmen die erste Schlaufe hier raus. Und
nehmen wieder unseren Orangengarn hier. So. Und häkeln jetzt weiter mit festen Maschen bis hierhin. Ja? Also einmal mit festen Maschen bis hierhin häkeln. So, ich bin hier angekommen. Jetzt die letzte orange hier, Masche. Die häkle ich an der Innenschlaufe, also an der Innenseite, ne, der Masche. Hier bleibt die äußere, bleibt hier und dann an der Innenseite. So häkle ich die durch, schneide den Garn wieder ab. So, und wir wechseln wieder auf schwarz. So, die erste schwarze Masche häkeln wir auch an der Innenseite. So, und dann ganz normal mit festen Maschen weiter häkeln bis zu der Markierung bitte. So, ich bin jetzt bei der Markierung angekommen, setze die Markierung wieder eine Reihe weiter und wir häkeln jetzt 17 feste Maschen weiter, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und die 17. häkeln wir wieder an der Innenschlaufe der Masche, also 17 und nicht zu Ende auch. So, zack und abschneiden. So, und jetzt wieder orange. Und die erste orange Masche an der Innenseite der Masche häkeln. So. Ja. Und dann häkeln wir weiter mit festen Maschen mit orange bis zu der Markierung. Und natürlich hier, hier die erste orange. Moment, genau. An der Innenseite häkeln und die erste schwarze auch an der Innenseite der Masche häkeln hier, ja, damit ihr halt hier einen schönen Übergang habt. Und ansonsten ganz normal mit festen Maschen bis zu der Markierung. So, ich bin jetzt bei der Markierung angekommen und die setzen wir natürlich wieder eine Reihe weiter. Und als nächstes häkeln wir jetzt 3 weitere Reihen nach oben, je 72 feste Maschen. Also selbstständig bitte noch 3 Reihen hoch. So, ich habe jetzt meine 3 weitere Reihen, je 72 feste Maschen halt zu Ende gehäkelt. Wir machen es jetzt ein bisschen einfacher mit diesem Streifen hier. Wir müssen ja hier wieder diese über 50 Maschen häkeln und so weiter mit Orange. Aber wir zählen einfach von hier aus 19 Maschen zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19. Und in die 19. setzen wir hier eine Markierung. So, und wir häkeln jetzt, also Markierung, eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt mit Orange, mit festen Maschen, bis zu der Markierung. So, ich bin jetzt bei der Markierung hier angekommen, schneide den Garn ab. Zack. Und wir nehmen jetzt Schwarz dazu. Eine Markierung kann hier raus, die brauchen wir nicht mehr. Ziehen das durch und häkeln jetzt weiter mit schwarzen, also mit schwarzen Garn hier 19 feste Maschen bis zu der Markierung. Also einmal selbstständig bis zu der Markierung bitte. So, ich bin jetzt bei der Markierung angekommen. Wir setzen die wieder hier eine Reihe weiter und jetzt häkeln wir 18 feste Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. So, wir haben heute ein bisschen Unterhaltungsprogramm von meinem Sohn. Zuck. Okay.
Okay. So, nachdem wir unsere 18 feste Maschen weiter gehäkelt haben, fädeln wir wieder halt orange auf und wir häkeln gleich, also weiter mit orange. Wieder die gesamte Runde hier bis hierhin, okay? So, jetzt haben wir selbstständig mit festen Maschen bis zu der schwarzen Linie häkeln. So, ich bin jetzt hier bei der schwarzen Linie angekommen und die letzte orange Masche häkle ich an der Innenseite. So, aber nicht zu Ende, nur die Schlaufe durchziehen und abschneiden. So, dann nehmen wir wieder schwarz, fädeln das ein. So, dann ziehen wir den schwarzen Garn durch. Zack. So. Muss gleich auch alles noch verbinden hier. Okay, und wir fangen an. Und wir fangen an hier bei der ersten Masche auch an der Innenseite der Masche zu häkeln. So, die erste fertig. Und dann häkeln wir ganz normal mit festen Maschen bis zu der Markierung. So, ich bin bei der Markierung angekommen und wir häkeln jetzt weiter mit Schwarz. 18 feste Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, und die 18. häkeln wir an der Innenseite der Masche. So, schneiden den Garn ab. Na, abschneiden. Und wechseln wieder auf Orange. So, die erste orange Masche hier häkeln wir auch an der Innenseite der Masche. Zack. So, ich muss hier alles mal Knoten. Die Maschen hauen mich hier ab. So. Zack. Okay, die erste an der Innenseite und der Rest halt ganz normal mit festen Maschen weiter. So, und natürlich auch hier. Wenn ihr hier angekommen seid, dann häkelt ihr die Orange, die erste, die letzte Orange, nicht die, so. Wenn ihr hier angekommen seid, dann häkelt ihr die erste Orange und die, wenn ihr hier angekommen seid, dann häkelt ihr die letzte Orange an der Innenseite und die erste Schwarze an der Innenseite und dann ganz normal weiter bis zu der Markierung. So, ich bin jetzt bei der Markierung angekommen. Wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter. Wir sind immer noch bei 72 Maschen und wir häkeln jetzt noch zwei weitere Reihen nach oben, je 72 feste Maschen. Also selbstständig bitte noch zwei Reihen hoch. So, wie ihr seht, ich habe jetzt schon die Augen reingesetzt. Also meine zwei weitere Reihen, je 72 feste Maschen, sind zu Ende. Und ich habe den auch schon so ein bisschen mehr aufgefüllt, also da muss schon noch einiges an Füllung rein. So, und ich erzähle euch, wie ihr die Augen jetzt reinsetzen könnt, also, oder wie ich die reinsetze. Also, wir zählen jetzt von oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 rein. Und zwischen 10. und 11. Reihe hier, da setzen wir die Augen rein mit Abstand von 2 Maschen, ja? Damit ihr so gesehen diesen Blick hier bekommt. Ja, so ein Abstand von 2 Maschen und damit die halt so eng stehen sind. Wenn ihr die natürlich weiter auseinander haben wollt, zum Beispiel auch vielleicht hier reinsetzen, das könnt ihr ja selber entscheiden, wo ihr die Augen positioniert. Aber wenn ihr halt so einen Blick haben möchtet, dann eben zwischen hier 10. und 11. Reihe und Abstand von 2 Maschen. Okay. So, dann wollen wir mal weitermachen. So, die Augen dann natürlich, ne, befestigen, habe ich auch schon gemacht und jetzt häkeln wir weiter. Dann Markierung wieder eine Reihe weiter. Und
In der nächsten Reihe fangen wir an mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir 8 Mal. 7 feste Maschen, eine Abnahme. So, meine Reihe mit 7 festen Maschen, eine Abnahme, 8 Mal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Und wie ihr seht, ich fühle das immer wieder schön auf. Also hier Körper ist schon richtig fest, wenn man so schauen kann, ne? Schon richtig so ordentlich aufgefüllt. Und hier ist noch alles viel zu weich. Also hier muss auch noch einiges aufgefüllt werden. Aber das kann man erst machen. Also ein bisschen drückt, dann kommt die Füllung schon wieder zurück. Kann man erst machen, halt, wenn die Öffnung hier oben immer hier kleiner wird. Und wenn man so guckt, ne, könnte man draus auch mal ein Nilpferd machen. Wenn ihr so häkelt, ohne Streifen und alles, und die Augen einfach so ein bisschen reinzieht, dann habt ihr auch ein Nilpferdkissen. Und könnte man auch machen. Okay, so als Idee. Falls jemand so ein Nilpferdkissen häkeln möchte. Okay. So, die Markierung setzen wir jetzt wieder eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder 8 Mal. 6 feste Maschen, eine Abnahme, 8 Mal. So, meine Reihe mit 6 festen Maschen, eine Abnahme, 8 Mal hintereinander ist zu Ende. Die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe fangen wir an mit 5 festen Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5 und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder 8 Mal. 5 feste Maschen, eine Abnahme. Die Reihe mit 5 festen Maschen, eine Abnahme, 8 Mal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir jetzt mit 4 festen Maschen. 1, 2, 3 und 4 und eine Abnahme. Na, komm her. So. Manchmal will es irgendwann mal nicht mehr. So, also 4 feste Maschen, eine Abnahme, 8 Mal. So, meine Reihe mit 4 festen Maschen, eine Abnahme, 4 Mal hintereinander. Meine Reihe mit 4 festen Maschen, eine Abnahme, 8 Mal hintereinander ist zu Ende. Die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 3 festen Maschen. 1, 2 und 3 und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder 8 Mal. So, meine Reihe mit 3 festen Maschen, eine Abnahme, 8 Mal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Und jetzt müssen wir den Kopf wirklich ordentlich auffüllen. Also ich habe ja schon peu à peu aufgefüllt, aber es fehlt noch einiges. Ne? Das ist alles noch viel zu weich, viel zu locker, fluckig. Es muss alles fester sein. Weil Kissen ist ja groß, es ist ja nicht klein, und obwohl mir dieser hier kleiner gelungen als der andere ist größer, habe ich hier anscheinend ein bisschen engmaschiger gehäkelt. So, weil bei dem anderen habe ich 3,5 Wollknoll verbraucht und bei diesem ist hier mein dritter. Ne? Also kann sein, dass ich bei diesem sogar mit 3 auskomme. Ist ja Wahnsinn. So. Mal schauen. So, auf jeden Fall richtig ordentlich auffüllen. Ja? Also spart nicht mit der Füllung, sonst ärgert ihr euch später. Ja. Und natürlich eine vernünftige Füllung verwenden. Ne? Wenn ihr dann irgendwas habt, was halt zu sehr klumpt und alles, dann ärgert man sich auch, weil dann hat man keine schöne Form. Weil dann hat man vielleicht hier irgendwo einen Klumpen oder da, und man sieht halt bei dieser hier Füllung, ne, seht ihr, das ist alles richtig, obwohl das ist
großes, großflächig und alles. Es ist schön gleichmäßig, ne? Also verteilt. Ich habe hier keine Klumpen, kein gar nichts hier, keine Wellungen. Es ist wirklich wunderschön verteilt. Diejenigen, die schon länger mit mir häkeln, die wissen das ja, dass ich entweder die Füllung von Zöllner verwende und jetzt habe ich gerade hier von hier Powerfüll. Powerfüll, nicht Powerfüll, sondern Powerfüll. Füllung halt hier rein arbeite. Bei dem anderen habe ich hier von Zöllner verwendet. Also mit dem anderen Tiger und bei diesem hier halt, der bekommt Powerfüll. Füll. Hätte ja mit Ü geschrieben. Da. So. Und noch mehr rein. Passt eine Menge. Ich glaube, mit so einem halben Kilo muss man rechnen. Also. So, dann habt ihr noch so zur Bespaßung noch mal so im Hintergrund. So. Schön einarbeiten. So. Zack, 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 zack. So, dann wollen wir mal weiter häkeln. Markierung wieder eine Reihe weiter. Die letzte Reihe war ja mit Männchen, drei feste Maschen, eine Abnahme, achtmal hintereinander. Und jetzt häkeln wir zwei feste Maschen. Eins. Zwei. Und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder achtmal. Zwei feste Maschen, eine Abnahme. So, meine Reihe mit zwei festen Maschen, eine Abnahme, achtmal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Und jetzt in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt eine feste Masche und eine Abnahme. Und das wiederholen wir wieder achtmal. So, meine Reihe mit eine feste Masche, eine Abnahme, achtmal hintereinander ist zu Ende. Ich fühle das natürlich noch nach, weil das ist noch ein bisschen zu wenig hier, was ich habe. Weil hier ist einfach noch viel zu viel Spielraum. Muss noch ordentlich was rein. Ich sage, das muss eine vernünftige Festigkeit haben, weil ein Kissen ist ja zum Knuddeln, zum Kuscheln, zum Drücken da und es muss halt ordentlich gefühlt sein. Das ist ganz wichtig. So. Wie gesagt, sonst ärgert man sich später, wenn das total verformt wird. Sieht lustig aus, ne? Okay. So, letzte Runde. Wir häkeln jetzt einfach nur noch 8 Abnahmen hintereinander. Also einmal selbstständig bitte noch. Einfach 8 Abnahmen häkeln. So, ich habe jetzt meine 8 Abnahmen zu Ende gehäkelt. Ich häkle hier zum Schluss nur noch eine Kettmasche. Ziehe das raus und schneide das Ganze ab. Bitte nicht zu kurz abschneiden, weil wir brauchen noch Endfaden hier zum Vernähen. Und natürlich auch, damit wir das durch die Füllung so ziehen können und halt auch schön befestigen können. Okay, wo ist meine Schere? Da. So, abschneiden, rausziehen, anziehen, fertig. Und natürlich die Markierung rausnehmen. Wie ist sie hier denn? Hier. So, das haben wir schon mal fertig. Ja, müssen wir natürlich dann noch zusammensetzen insgesamt, ne? Aber so schaut er bei mir aus. Ja, schön aufgefüllt, schön bummelig, schön gestreift. Okay, so. Dann machen wir gleich eben weiter, ne? Mit hier Äuglein besticken, Ohren dran nähen, Nase dran nähen. Haben wir schon Nase gehäkelt? Gucken wir gleich. Ich glaube, Nase habe ich noch gar nicht gehäkelt. Das Nase müssen wir auch noch mal noch häkeln. Und dann natürlich auch dieses hier ordentlich zusammenziehen, damit halt der Marshmallow auch seinen süßen Blick bekommt und. So, dann machen wir gleich weiter. So, wir häkeln jetzt noch die Nase und die Ohren. Also die fehlen uns noch. So. Wir beginnen mit der Nase. Ihr könnt ja schwarz nehmen oder dunkelbraun nehmen oder... Ja, weiß ich nicht, vielleicht ein helleres Braun, also was ihr wollt. Man kann auch rosa nehmen für die Nase. Okay, ich nehme schwarz. Ist
natürlich ein bisschen gerade schwierig, aber schaffen wir schon. Okay, so, wir machen als erstes einen Knoten. So, danach häkeln wir jetzt 9 Luftmaschen nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So, wir haben jetzt 9 Luftmaschen aufgenommen und in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt. Tun wir jetzt einmal verdoppeln, also 2 feste Maschen in die zweite Masche von der Häkelnadel, reinhäkeln, also einmal verdoppeln. Danach häkeln wir jetzt 6 feste Maschen weiter, die Kette entlang. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, und in die letzte Masche, die wir noch über haben, da häkeln wir jetzt 4 feste Maschen rein, in die eine Masche. Also erste Masche, zweite, dritte und die vierte. Und auf der Rückseite der Luftmaschenkette häkeln wir jetzt 8 feste Maschen. Schaut genau hin, wo die Maschen sind und Masche für Masche häkeln, damit es schön gleichmäßig wird. Ne? So wie bei dem hier Körper, was wir gehäkelt haben, ne? Im unteren Bereich und auch wie für die Schnute. Also 8 feste Maschen. So 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die letzte, die 8. So, 8. So schaut es aus. So, als Erinnerung also und Wiederholung für euch, weil wie gesagt, es ist ja mit Schwarz gehäkelt, ist ein bisschen schwierig. Wir haben eine Luftmaschenkette aufgenommen aus 9 Luftmaschen. Dann in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt haben wir einmal verdoppelt. Danach 6 feste Maschen gehäkelt. Dann haben wir 4 feste Maschen in die letzte Masche gehäkelt. Und auf der Rückseite der Luftmaschenkette haben wir 8 feste Maschen gehäkelt. So, die erste Reihe ist zu Ende. Wir setzen jetzt an den Anfang der Reihe eine Markierung. So. Und wir beginnen. So. Wir starten jetzt mit 2-mal verdoppeln. Erstes verdoppeln, zweites verdoppeln. So. Nachdem wir 2-mal verdoppelt haben, häkeln wir jetzt 6 feste Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Und 6. So, und jetzt tun wir 4-mal hintereinander verdoppeln. Erstes verdoppeln, zweites, drittes und das letzte, das vierte Mal verdoppelt. Und jetzt häkeln wir 6 feste Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und uns bleiben nur noch 2 Maschen. Und diese letzten 2 Maschen tun wir wieder verdoppeln. Erstes verdoppeln und zweites verdoppeln. So, und da haben wir unsere Reihe zu Ende gehäkelt. So, als Erinnerung. Als erstes haben wir 2-mal verdoppelt, danach 6 feste Maschen gehäkelt, danach 4-mal hintereinander verdoppelt, danach
6 feste Maschen gehäkelt und zum Schluss nochmal 2 mal verdoppelt. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, wir haben jetzt 7 feste Maschen gehäkelt. Und jetzt tun wir einmal verdoppeln mit halben Stäbchen. Also, Faden rüberlegen, Faden durchziehen, haben wir so 3 Schlaufen und die 3 halt also durchhäkeln, zusammenhäkeln. Und nochmal halbes Stäbchen in die gleiche Masche, also mit halbem Stäbchen verdoppeln. So, jetzt haben wir einmal verdoppelt. Und jetzt häkeln wir die übrig gebliebenen Maschen bis zu der Markierung. Das müssen 20 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und die letzte, die 20. So, wir sind jetzt bei der Markierung wieder angekommen, da? Bei mir auch. Markierung wieder eine Reihe weiter. So schaut es halt aus. So, und als nächstes, wir fangen an mit 8 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die 8. wird hier bei dem also ersten halben Stäbchen gehäkelt. Achtet darauf, dass hier nur die 2 hier diese, beim halben Stäbchen stehen ja so 3 Linien. Und ihr häkelt nur an den ersten 2 hier. Also nur, dass es 2 aufgefädelt sind. Ja, das ist wichtig. Also sieht man ganz schlecht, aber das kann man aber eigentlich ganz gut sehen. So, also wenn man selber häkelt. Okay, so, und jetzt die letzte 8. Masche. So, 8 Maschen. Und jetzt tun wir wieder mit halben Stäbchen einmal verdoppeln. Erstes halbe Stäbchen und das zweite in die gleiche Masche, also mit halben Stäbchen verdoppelt. So, nachdem wir mit halben Stäbchen hier verdoppelt haben, ja, einmal verdoppelt, tun wir jetzt die übrig gebliebenen Maschen einfach mit festen Maschen weiter häkeln bis zu der Markierung. Also einmal bis zu der Markierung häkeln, bitte. So, ich bin bei der Markierung jetzt angekommen, ja, da ist die bei mir. Ich nehme die raus. Und zum Schluss häkeln wir jetzt einfach nur noch eine Kettmasche. Ja? Und einmal abschneiden. Zack. Und da haben wir die Nase von dem Marshmallow schon fertig. Man kann die beiden hier miteinander verbinden. Nur achtet darauf, dass ihr halt, wenn ihr das halt verknotet, dass ihr das halt nicht verzieht, das Ganze hier. So. Okay. Verbunden, nach innen verstecken, fertig. Also das wird auch ein bisschen mit Füllung aufgefüllt, wenn wir das halt dann später drauf nähen werden. So schaut es halt aus. Ja, da ist schon so eine schöne, fette Nase. Die Form der Nase kann man zum Beispiel auch für Hunde verwenden oder auch für Teddys. Wenn ihr zum Beispiel, sagen wir so, Baumwolle nehmen würdet, wie Catania oder so, und dann halt so die Nase häkelt, wenn ihr zum Beispiel so für kleinere Kuscheltiere, für Bären oder halt wie gesagt für Hunde, wenn ihr keine passende Nase habt, dann könnt ihr diese Form auch sehr, sehr gut häkeln und dann halt auch dran nähen. Funktioniert auch wunderbar, dann habt ihr auch ein schönes Näschen. Ja, man könnte theoretisch auch bei dem hier so drauf nähen und fertig. So, dann die Ohren noch und ja, okay, vielleicht nur so ein Streifen und das war's. Gut, aber ich werde mit euch das ja natürlich alles komplett schön zusammenziehen, so wie bei dem anderen, damit auch dieser mega süße Blick entsteht, ne, was er hat. Also der andere Marshmallow auch. Okay, so, Nase haben wir. Und jetzt bleiben uns noch die Ohren. Also das eine Ohr habe ich ja.
Und wir müssen noch ein zweites häkeln. Okay, die Ohren sind nicht kompliziert, also nicht wirklich. So, wir fangen mit Weiß an. So, ein Knoten, zwei Luftmaschen nach oben und in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt häkeln wir jetzt 5 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4 und 5. So, 5 Maschen. Den Ring schließen wir nicht, also es bleibt so, wie es ist. Wir haben jetzt 5 feste Maschen halt reingehäkelt. So, in der nächsten Reihe, wir wenden das Ganze, oder besser gesagt, so, als nächstes, wie gesagt, das ist nicht geschlossen. Wir haben 5 Maschen reingehäkelt und es bleibt so, wie es ist. So, jetzt häkeln wir eine Luftmasche, wenden das Ganze. Und hier ist ja die Luftmasche, wo sich der Faden bewegt, und in die Folgemasche, also die danach ist. In die häkeln wir jetzt einmal verdoppeln. Danach häkeln wir eine feste Masche. Dann häkeln wir wieder einmal verdoppeln. So, jetzt wieder eine feste Masche. Und in die letzte Masche häkeln wir jetzt einmal verdoppeln. So. So. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche. Und danach häkeln wir jetzt eine feste Masche und einmal verdoppeln, 4-mal hintereinander. So, das ist das erste. Dann eine feste Masche, einmal verdoppeln, 2. Eine feste Masche, einmal verdoppeln, 3. Und eine feste Masche. Na los. Und einmal verdoppeln, 4. So. Danach eine Luftmasche. Wenden das Ganze und jetzt häkeln wir 2 feste Maschen. 1, 2 und einmal verdoppeln. Und das wiederholen wir wieder 4-mal. Das war das erste. Jetzt 2 feste Maschen, einmal verdoppeln, 2. 2 feste Maschen, einmal verdoppeln, 3. Und 2 feste Maschen, einmal verdoppeln, 4. So. Und zum Schluss machen wir hier noch eine Luftmasche. Zack. Oder Kettmasche. So, und wir schneiden das Ganze ab. So schaut es aus. So, das erste Teilchen haben wir. So, ich häkel jetzt das gleiche nochmal in Orange. Ja, das gleiche Teilchen nochmal in Orange. Aber der Faden von dem orangen Garn wird nicht abgeschnitten. Okay? So. Einmal bitte das zweite Teilchen in Orange häkeln. So, ich habe jetzt mein oranges Teilchen fertig. Wie gesagt, der Faden wird hier nicht abgeschnitten. Und ich habe hier die weißen einmal kurz, also die Fäden einmal kurz fixiert von Ihnen. Und ja. Und von dem Orangen auch. So, das wird halt so zusammengelegt und dann halt wird auch so zusammen gehäkelt. Wir gehen hier in die Ecke rein mit der Häkelnadel, da. So. Ja, okay. So, ziehe mir die Schlaufe hier durch, die Orange, und fixiere das Ganze mit einer Kettmasche. So, und dann häkeln wir mit festen Maschen das Ganze hier zusammen mit Orange. So, Masche für Masche, so schön sauber zusammen häkeln. Ja, in Ruhe, Geduld. Ob ihr da halt eine Masche mehr oder weniger habt, ist nicht schlimm. Hauptsache, es ist schön gleichmäßig zusammengehäkelt. So. So, und jetzt die letzte Masche hier. Faden durchziehen und so lassen wir es ist. So, jetzt schneide ich Orange ab und wir wechseln auf Schwarz. So, einmal auffädeln. Ein bisschen durchziehen. Den orangen Garn bitte.
einmal hier so rüber. Gehe hier durch die Masche durch, wo wir halt hier so, seht ihr da? Diesen Faden lege ich rüber und ziehe den nach innen rein. So. So gesehen um das Weiße so drumherum. So, und jetzt gehe ich hier raus und ziehe mir hier diesen Anfangsfaden von Schwarz rein. Zack. Dadurch haben wir hier so ein bisschen Masche, also hier Versatz. Und die verbinde ich miteinander. So. Und die werden nach innen schön versteckt. Okay, nehme ich jetzt die schwarze Schlaufe hier. So, dann gehe ich halt hier in die gleiche Masche rein, wo wir hier mit Orange drin waren, also die letzte Masche, und häkle das halt jetzt alles zusammen. Und wichtige Geschichte, ihr legt den Faden nicht so, also nicht so mit der Häkelnadel reinziehen, sondern legt oben drauf den Faden, zieht durch und zusammen häkeln. Nächste Masche, oben drüber und zusammen häkeln. Oben drüber und zusammen häkeln und so weiter, Masche für Masche. Oben drüber und zusammen häkeln. Dadurch, dass ihr das macht, habt ihr hier einen sauberen Abschluss. Und wir häkeln dann so Masche für Masche. So, ne? Faden so über die Häkelnadel rüberlegen, so, und reinziehen. Dadurch habt ihr einfach eine schönere Linie von beiden Seiten. Ja? So, und so häkeln wir das Ohr zusammen. Und die letzte Masche und fertig. So, und jetzt machen wir noch eine Kettmasche und statt was. Und abschneiden. So sieht's aus. Bei dem Ohr sehe ich gerade, ich habe so gesehen hier noch eine Anfangsschlaufe hier gelassen und das hier mit reingezogen, verbunden. Das habe ich leider vergessen, aber ob ich hier noch irgendwo einen Faden erwische, mal gucken. Vielleicht schaffe ich das noch. Wo seid ihr denn? Die Fäden. Da habe ich euch festgehäkelt. Ach, ist nicht schlimm. Den verstecke ich halt, wenn ich dann dran genäht habe. Werde ich den halt mit den anderen Fäden verbinden, ne? Beim Besticken noch und so weiter. Ja, kann man auch so lassen. Wie gesagt, den habe ich hier mit reingezogen bei dem Ohr, den Endfaden. Ich habe so gesehen hier den Faden gelassen, also der war noch draußen und dann habe ich die zusammen halt in dem Ohr versteckt, also verbunden bei diesem Ohr hier. Aber ist nicht schlimm. So, so schaut es halt aus. Häkel zwei Stück und dann machen wir weiter.